Hallo, meine lieben Freunde. Das ist mal eine Nachricht wieder auf Deutsch für alle von euch in Deutschland oder Deutschsprachigen. Ich habe in letzter Zeit nicht so viele Videos gemacht, weil so viele sehr starke Energien auf die Erde einwirken, dass wir alle uns sehr, sehr stark um uns selber auch kümmern müssen, um diese Energien zu integrieren. Und die Symptome sind sehr vielfältig, aber auch sehr ausgeprägt. Und wenn man so ein bisschen im Internet unterwegs ist und im Forum, dann sieht man, also, dass es eigentlich immer die gleichen Symptome sind. Ganz, ganz, ganz viel ist so Druck auf der Brust, also so Panikattacken und unregelmäßiger Herzschlag. Eine ganze Menge Leute haben Kopfschmerzen in ganz verschiedenen Bereichen. Ich bin vor 2 Tagen auch aufgewacht mit Kopfschmerzen und ich habe nie sonst Kopfschmerzen. Also wirklich, als ob ich einen Unfall gehabt hätte. So stark war das. Es gibt manchmal so Stiche hier durch oder einen Druck hier oder man merkt da, wo das dritte Auge ist, dass da ein bisschen was ist oder im Hinterkopf sehr stark. Manche Leute leiden unter ganz schlimmem Schwindelgefühl, also dass sich wirklich alles dreht im Kreis. Manchmal tritt das auf, wenn man sich hinlegt, also dann sich hinzusetzen und sich anzulehnen konnte helfen. Dann Schlaflosigkeit, genauso wie unendliche Müdigkeit und Erschöpfung. Ich mache dieses Video eigentlich nur, um dir zu zeigen, dass du nicht alleine bist, dass das nichts mit dir zu tun hat, nur als in terms of, also, dass du was falsch machst oder dass du krank bist oder so. Vielleicht bist du es. Also ich will jetzt nicht sagen, geh nicht zum Arzt oder so, aber ich gehe zum Beispiel nicht hin und ich weiß, viele Leute tun das auch nicht, weil das sind einfach Symptome, die immer mal wieder kommen und gehen und die damit zu tun haben, dass sehr, sehr starke Energien auf den Planeten einwirken und damit einen Einfluss auf uns haben. Viele von uns wissen, wie das ist, wenn der Vollmond da ist, wie die Leute sehr angespannt sind, und sehr aggressiv werden, manche sogar. Oder eben auch, wenn Neumond ist. Also wir können schon sehen, dass der Kosmos eine Auswirkung auf uns hat. Also das Wichtige ist, dass wir lernen, uns um uns selbst zu kümmern. Also auch mal Nein zu sagen, wenn man noch viele Sachen machen sollte eigentlich, aber an dem Tag geht es nun mal nicht. Oder wenn es die nächsten 2, 3 Tage nicht geht, dann ist das auch in Ordnung, weil wahrscheinlich tut es auch keiner außer dir, wenn du es nicht machst. Und dann ist es ganz wichtig, dass du das akzeptierst für dich und dass du einfach auch kein schlechtes Gewissen hast. Diese Sache mit den Schuldgefühlen sind wirklich sehr interessante Mechanismen und da möchte ich ein andermal noch drüber sprechen. Aber ich möchte eins sagen, dass sich schuldig zu fühlen ist wirklich nur dann angebracht, wenn ich bewusst irgendjemanden geschadet habe oder wehgetan habe. Ansonsten, wenn ich mich um mich selber kümmere, mir mal eine lange Dusche gönne oder eine Auszeit auf irgendeine Art und Weise, dafür muss man sich nicht schuldig fühlen. Das sollte etwas ganz Normales sein. Ich habe mir, wie gesagt, auch diese Zeit genommen. Ich habe so viel Arbeit gemacht, wie ich konnte. Und für die Videos hatte ich einfach oft nicht das Gefühl, dass ich da die volle Energie so habe oder ja, dass ich selber einfach besser integriere und dann ein Video mache, so wie jetzt. Also, wichtig ist, was wir im Englischen Self-Care nennen, also sich um sich selber kümmern. Das heißt, sehr viel Schlaf oder sehr viel auch ausruhen. Schlafen, wenn ich schlafen muss, nicht weil die Uhr sagt, jetzt ist keine Zeit, nicht schlafen oder hinlegen, sondern einfach tun. Ganz viel frische Luft, ganz viel raus. Ein bisschen Bewegung hilft immer, Dinge in den Fluss zu bringen oder im Fluss zu halten. Und alles, was Probleme verursacht, sind immer sozusagen stecken gebliebene Energien, also Blockaden, Verstopfungen von Energieflüssen. Und Bewegung und tiefes Einatmen von frischer Luft ist ganz, ganz wichtig und helfen unheimlich, helfen auch bei Depressionen, weil man einfach den ganzen Körper mal wieder so in Bewegung bringt. Das kann einfach dann die Straße rauf und runter sein, in einem Park, irgendwo im Wald, am Meer, an einem See, irgendwo, wo es schön ist und wo man einige Minuten einfach mal so laufen kann. Und was ich empfehlen würde, mal keine Sachen in die Ohren zu stecken, sondern einfach mal wirklich nur mit dir selber zu sein. Könnte eine Schwierigkeit bedeuten für viele von euch, weil es euch ganz wichtig ist, euch konstant abzulenken von dem, was mit euch passiert. Ich würde dennoch raten, das mal zu versuchen und wenn es nur so 2, 3 Minuten sind, einfach mal dieses Gefühl wieder zu kriegen, wie das ist, ohne was in den Ohren zu sein.
Und dann ein wichtiger Punkt ist das Atmen. Ich sage immer tief atmen, wenn man sich frustriert fühlt oder wenn man so diese Spannung hat. Zum Beispiel ganz tief in den Bauch, sodass der Bauch richtig rauskommt, also richtig dick machen, so wie so ein Luftballon, also so. Und dann. Ich lasse das dann immer ganz langsam raus. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendeine Emotion drin, dann gucke ich mal, was da drin ist. Ich gucke mal, was jetzt gerade drin ist. So, das ist so diese tiefe Erleichterung. Aber wenn ich zum Beispiel ziemlich aufgebracht bin, weil, sagen wir mal, mein Enkel will was und in der nächsten Sekunde will er das nicht und dann will er wieder was anderes und dann will er das wieder nicht. Und das ist so ein Tag, wo so starke Energien kommen. Dann kann schon mal sein, dass ich so diesen, und jetzt zeige ich mal, was ich dann habe. Und ich habe das kürzlich einmal gemacht. Das war so ein Zufall. Aber ich habe daraus gelernt und ich fand das eine ganz tolle Erfahrung. Und zwar habe ich dann gesagt, ich muss jetzt brüllen. Das hört sich jetzt nicht so an, weil ich nicht wirklich das fühle, aber ich war so ein bisschen geladen. Und der fand das so lustig, der ist erst rein, hat er gesagt, oh, spielen wir jetzt Löwe? Und dann haben wir Löwe gespielt. Und dann war das für mich raus und für ihn raus und es war einfach nur lustig. Aber das kann man tun. Und wenn du auf der Arbeit bist oder mit deiner Familie, geh einfach mal auf die Toilette und mach die Tür dazu und mach 3 tiefe Atemzüge. Lass das raus mit der Emotion auch. Wenn man diese Emotion nicht rauslässt, das wissen wir alle, dann gibt es Blockaden, das kann sogar zu Krankheiten führen. Das führt auf jeden Fall immer dazu, dass man sich nicht gut fühlt, dass man so diesen Ärger unterschwellig hat oder dieses, also jedenfalls nicht positive Gefühle. Und wenn man das so anerkennt, indem man das so rauslässt, sich einfach so gehen lässt, dann hilft das. Okay, ist ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Aber ich wollte euch einfach mitteilen, dass ihr ganz normal seid und dass alles richtig ist. Lasst es euch gut gehen, so gut es geht. Und wisst, dass diese Zeiten, in denen wir jetzt leben, ganz besondere Zeiten sind. Die körperlichen Dinge, die wir so als Nebeneffekte, wie ich gerade gesagt habe, auch körperliche Schmerzen können das manchmal sein, die wir so erfahren, haben einfach damit zu tun, dass unser Körper sich reinigt, dass er sich heilt von vielen, vielen Blockaden, dass wir sozusagen, wie sagt man, eine bessere Version unseres Körpers bekommen, so ein Upgrade. Ja, und das ist wirklich, das passiert wirklich. Insofern gibt's kleine Hiccups. Alles Liebe, alles Gute, bis bald mal. Tschüsschen.